Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Video von Mac It Pro. Heute mit dem Vorstellungsvideo von iOS 7. Ja, das neue iOS ist draußen seit Montag und heute zeige ich euch einfach mal, was neu ist. Ganz am Anfang sieht man natürlich der Lockscreen. Sieht ganz anders aus. Eine neue Schrift wurde extra dafür entwickelt und ja, auch relativ schlicht gehalten. Man hat jetzt nicht mehr diesen Slide, der man einfach so rüber geht, sondern ist etwas anders. Man hat hier oben einmal diese Leiste, die man runterziehen kann. Hier sieht man zum Beispiel schon mal, der App Store wurde aktualisiert. Das heißt, eine Sache wurde aktualisiert und ich habe nichts dafür getan. Das heißt, automatisch, App Store updatet automatisch. Sehr neue Funktion und sehr schön und ja, sehr benutzerfreundlich. Dann hat man hier von hier unten auch eine neue Bar, die man hochziehen kann. Das war früher im Multitasking, wenn man Doppelklick auf den Home-Button gedrückt hat. Jetzt kann man hier einige Sachen einstellen, wie diese kleinen Widgets im Prinzip, hier Flugmodus an, WLAN an, Bluetooth an, Nachtmodus an oder dieses Kippen, Aus- und Anschalten. Die Helligkeit kann man jetzt einstellen, man kann den Musikplayer so betätigen, ohne Doppel-T drauf zu drücken. AirDrop ist jetzt verfügbar, das war ja vorher ein Gerücht, ist jetzt da. Und normalerweise steht daneben auch noch neben AirDrop AirPlay. Das AirDrop ist meiner Meinung nach momentan nur für iOS 7 untereinander. Ob das mit dem neuen Mavericks auch gehen wird, das weiß ich noch nicht. Das werde ich noch ausprobieren. Dann gibt es unten noch die Einstellungen oder die Kurz-Apps, sage ich mal. Oder Kurz-Shortcuts. Einmal die Taschenlampe, wie man jetzt sieht im Hintergrund. Dann die Uhrzeit. Da kann man auf den Wecker gehen. Hier den Taschenrechner und die Kamerafunktion. Kann man direkt draufgreifen. Die Kamerafunktion ist auch das richtige Stichpunkt. Einfach hier wieder hochziehen wie beim alten. Und man kommt in die neue Kamera-App. Ja, es gibt einmal, man startet ganz normal im Fotomodus, das ist das Automatische, wie man jetzt sieht, es hängt noch, wenn es unscharf ist, dann lädt das noch. Das finde ich etwas schade, aber das ist nicht so schlimm. Ja, Videos kann man machen, man kann Fotos machen, man kann es quer machen, wie man jetzt hier sieht, es wurde zu einem Quadrat, dementsprechend hat man jetzt für Instagram zum Beispiel die perfekte Größe schon und Panorama wird mit Pano abgekürzt. Ja, wie man auch sieht, die Wörter sind auf Englisch. Das ist noch ein kleiner Bug, sage ich mal. Das wird noch geändert, aber das wird auf jeden Fall noch Deutsch werden. Ist ja auch noch die Beta-Version, von daher kein Problem. Ja, gehen wir wieder zurück in den Lockscreen. Man kann jetzt einfach hier sliden, da muss man seinen Code eingeben. Und schon ist man im neuen Screen. Ich kann jetzt mal ganz kurz nochmal anmachen. Ich habe den Code immer alle 5 Minuten. Nach 5 Minuten nicht benutzen, wird das wieder angemacht. Einfach nochmal so machen. Und dann kommen die Icons auch mit einer neuen Animation von innen. Die App kommt als erstes, die sitzt auf dieser Koordinate, die wird als erstes angezeigt. Und dann kommen die einfach so nebeneinander, einfach nacheinander reingeflogen. Was einem auffällt, das ganz neue Design natürlich. Es ist ganz neu, der Dock ist anders, der ist jetzt kein Dock mehr, sondern einfach nur ein verschwommenes Bild vom Hintergrund. Dann ist der oben hier, diese Leiste ist jetzt transparent und viel kleiner. Die Schrift ist kleiner, man kann es bei Media Mobile zum Beispiel, meinen Anbieter, früher konnte man nur Medien lesen. Hier oben die Verbindung wird, es ist mit Punkten angezeigt. Ja, alles viel kleiner gehalten, sodass auch viel mehr reinpasst. Und der Akku ist anders geworden hier oben. Das finde ich ganz schön, weil man dadurch das Retina-Display besser ausnutzt. Ja, Geschmackssache natürlich. Was einem direkt auffällt, es ist sehr kindlich gehalten, sage ich mal. Also viele sagen, dass die Farben kindlich aussehen. Das sehe ich auch so, weil die Farben relativ... Ja, das sind ganz normale, einfache Farben. Das ist nicht mehr so viel Design und blabla drumherum. Es ist einfach nur Farben. Farbenfrohes Display, also auch farbenfrohe Farben, sage ich mal. Ja, die Apps, die Icons sind ganz neu. Nachrichten-App sieht etwa gleich aus. Die Kontakt-App sieht anders aus. Innen drin auch etwas. FaceTime etwa gleich geblieben. Die Kamera, das Icon sieht anders aus. Die App gerade haben wir auch schon gesehen. Sieht auch ganz anders aus. Die Kalender-App ist komplett überarbeitet. Wenn man jetzt mal kurz reingeht, da kann man einfach den Kalender sehen. Das ist neu, man scrollt einfach so runter. Sieht jetzt hier oben auch, in welchem Monat man ist. Finde ich ganz schön. Man kann ja auch noch auf 2014 gehen, da werden einem die einzelnen Monate angezeigt. Ganz schön gemacht. Geschmackssache, ob es einem gefällt oder nicht. Die Fotos-App, auch etwas überarbeitet. Naja, etwas, ziemlich stark sogar. Da möchte ich jetzt gar nicht drauf weiter eingehen. Die hat so viele neue Funktionen, das muss man eigentlich selber herausfinden. Wie zum Beispiel das angezeigt, dass man kann es nach Orten sortieren, sodass halt einzelne Fotos oder nach einzelnen Daten kann man auch sortieren. Das Icon sieht sehr schön aus, das gefällt mir persönlich, ist eines der besten Icons, was verbessert wurde.
Ja, Geschmackssache. Ich finde das schön. Bei dem Videos-Icon und bei der App selber hat sich nicht so sehr viel verändert. Bei der Karten-App hat sich auch einiges verändert. Ich bin jetzt hier gerade in Polen. Das habe ich hier gerade angezeigt. Ja. Das wird jetzt einfach nur so angezeigt. Die App selber ist momentan noch gleich. Es wird natürlich immer von Apple, ohne es neu anzumerken, die App natürlich verbessert. Da gab es ja früher riesen Probleme. Gibt es jetzt weniger Probleme, aber immer noch ein paar. Wird aber immer weiter verbessert. Information, das ist das, was man hier vorher so hochziehen könnte, wie so ein Blatt. Das ist anders. Man kann die ganz normalen Sachen einstellen. Dann kann man hier was hochziehen. Da kann man dann Sachen sharen, zum Beispiel via AirDrop zum Beispiel. Oder hier oben Routen berechnen, Orte suchen oder auch einzelne Favoriten hinzufügen. Ja, die Wetter-App hat sich auch verändert. Da sind jetzt zum Beispiel Animationen drin und das Icon ist auch anders. Jetzt ist das iPhone neu gestartet und ich weiß nicht warum. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug. Davon gibt es leider noch zu viele in der App, in dem Betriebssystem. Das kann schon mal passieren. Einfach mal so im Video jetzt direkt drin lassen, weil ja, es sind halt noch viele Bugs in der Beta und die kommen natürlich noch raus. Die Notiz-App, die ist auch neu und ja, da ist ziemlich weggelassen worden. Ist einfach nur ein weißer Hintergrund, etwas schraffiert. Ja, ist Geschmackssache. Ich mag das nicht so. Bei der Erinnerung hat sich nicht viel getan, da ist nur das Icon etwas anders. Die Uhrzeit, wie man sieht, der Sekundenzeiger bewegt sich oder die generelle Uhr bewegt sich und das finde ich sehr schön. Das war ja früher eine Cydia-Tweak und Apple hat das jetzt endlich reingenommen. Ja, finde ich sehr schön, ist ein nettes Feature. Brauchen tut man es eigentlich nicht. Der App Store hat sich geändert. Er sieht jetzt aus wie der Play Store von Android, aber ist trotzdem noch hat seinen eigenen Touch von Apple und ja, die App selber, das Icon sieht ja nicht gerade so unterschiedlich aus. Ja, der Game Center, der hat sich auch sehr verändert, kann ich jetzt nicht öffnen, weil ich kein WLAN anhabe. Oder ich habe ja gerade kein WLAN-Netz. Und ja, das ist, wie man hier schon sieht, diese Blubberblasen, so ist etwa auch der Game Center aufgebaut. Am Anfang wird der Schein halt so blasen und dann kann man da auch jeweils draufklicken, dann kommen ein paar nette Animationen. Die Einstellungen sind, so wie das neue Betriebssystem, einfach gehalten, aber auch etwas crazy. Wie zum Beispiel, ganz grob gesagt, das neue Betriebssystem ist ja schwarz-weiß, wie man es jetzt hier zum Beispiel sieht, aber plötzlich kommt so eine blaue Farbe. Das sieht etwas komisch aus, aber das hat auch einen gewissen Touch. Ich mag das, ich habe es am Anfang nicht so gemacht, aber mittlerweile finde ich es ziemlich gut, weil es irgendwie auch was Neues hat. Ich mag das von Apple, wenn Apple neue Sachen reinbringt, finde ich es immer relativ nett, mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Ja, und ansonsten sind ein paar neue Sachen dazugekommen, wie Kontrollzentrum, das ist halt das von unten, oder ja, der Kompass sieht natürlich jetzt anders aus. Es ist alles ein bisschen anders aufgebaut, aber ansonsten ist ja viel gleich geblieben, sage ich mal so. Die Mail-App sieht auch gleich aus, ist etwas von den Farben etwas anders geworden, auch vom Aufbau genau gleich. Der Taschenrechner auch von den Farben ein ganz klein wenig anders, mit dem anderen Orangeton als früher und etwas eckiger, aber ansonsten gleich geblieben. Ja, genau, eine Sache bei dem Taschenrechner zu sagen, wenn man den kippt, dann hat man natürlich diese großen Taschenrechner, da sind zwei, drei neue Funktionen dazugekommen, die jetzt aber auch für jeden normalen Nutzer nicht unbedingt nötig sind. Die Telefon-App, ja, sieht schön aus, hat was Neues, aber ein kleines Problem ist noch, wenn man angerufen wird, dann hat man nicht mehr diesen Slide, wo man einfach so drüber gehen kann, sondern man drückt einen Knopf und das nervt mich ein bisschen, das ist ein bisschen schade, dass sie das weggemacht haben. Ja, man wird sich dran gewöhnen müssen, sage ich mal. Der Ordner hier unten im Dock ist noch ein bisschen am Backen, macht leider keine Animation. Das kommt wahrscheinlich noch. Hier sind jetzt meine Nachrichten. Und man sieht direkt, der Ordner ist neu. Man hat jetzt einen Ordner, der geöffnet wird, als ganz neuen Bildschirm. Der ist jetzt verschwommen. Generell das ganze Betriebssystem, werden sehr viele Sachen im Hintergrund verschwommen. Wo man das so runterzieht, es wird was verschwommen. Hier sieht man jetzt auch zum Beispiel, es gibt jetzt hier oben drei Tasks. Einmal heute, alle Meldungen und die verpassten Meldungen. Heute steht jetzt bei mir nichts mehr an. Ja. Facebook, WhatsApp, einfach nur ganz normal drin. Und eine Sache ist natürlich noch zu sagen, hier oben der Name, der ist, wird jetzt angepasst und wenn der Name zu lang ist, wird die Schrift kleiner, sodass man den ganzen Namen sieht. Auf der nächsten Seite, hier Dienstprogramme, das sind die Programme meistens, also meiner Meinung nach ist Apple Dienstprogramme, sind die Programme, die kein Schwein braucht. Das sind zum Beispiel der Zeitungskiosk oder das Passbook oder die Aktien, die brauche ich zum Beispiel selbst nie. Compass-App ist anders geworden, die ist jetzt, wie man auf dem Bild sieht, ziemlich schlicht geworden, so sieht die auch in der App selber aus. Ja, das ist ein Ordner. Und eine neue Ordnerfunktion ist, man kann jetzt Ordner in Ordner tun. Als nächstes, Skype, da ist noch ein kleines Problem, wenn ich Skype öffne, Nachrichten schreiben oder Nachrichten senden will, dann stürzt die App ab. Keine Ahnung warum, aber das ist egal.
Wird bestimmt noch gefixt. Time Run, um kurz ein Spiel zu testen, hat funktioniert. Läuft alles perfekt fließend. YouTube ist ein bisschen kleiner Bug. Da wird hier oben diese Menüleiste hier, die ist dann manchmal einfach transparent und hängt dann über der App, über der YouTube-App drüber. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn dann die Buttons verdeckt sind, aber das passt schon. Ja, ansonsten einfach ganz normale Apps, die ich drauf getan habe. Ja, Spotlight. Wo ist Spotlight? Ah, Spotlight ist, wenn man es runterzieht. Genau, da ist Spotlight. Es ist einfach jetzt auf jeder Seite erreichbar, was ich sehr schön finde. Und ja, man hat jetzt nicht mehr dieses erste Seite, zweite Seite und danach erst, oder zweite Seite, dann erste Seite und danach Spotlight, sondern man kann einfach von jeder Seite aus sein iPhone durchsuchen. Was gibt's noch? Ach, hier oben im Dock, das Safari. Safari hat sich auch sehr stark verändert. Und zwar, wenn man jetzt da drauf geht, kann man jetzt einzelne Seiten sehen und man kann jetzt hier auch die Tabs sehen. Und wenn man jetzt noch weiter runter geht, sieht man von anderen Geräten, was da noch für Tabs geöffnet sind. Man kann jetzt hier einfach drauf gehen und dann wird die Seite direkt geöffnet. Und ja, es hat so ein bisschen wie eine Zeitung gehalten im Prinzip. Man kann jetzt einfach so durchblättern. Ist ganz schön, aber ist wieder einfach nur ein Effekt, den Apple da reingebaut hat. Ja, dann kann man hier oben noch die Seite veröffentlichen oder halt sharen im Prinzip über AirDrop oder über die Nachrichten oder über Facebook, was auch immer. Und man kann natürlich auch zu seinem Home-Bildschirm hinzufügen oder zur Leseliste hinzufügen. Soweit zu den ganz, ganz, ganz groben Neuerungen, die iOS 7 hat. Also das Gröbste ist natürlich das Design, was komplett überarbeitet wurde. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Wenn euch unser Content auf dem Kanal gefällt oder generell dieses Video, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, schreibt sie in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!